Du wirst noch an mich denken. Das klingt ja echt bedrohlich, oder? Vielleicht, nein, bestimmt war es das auch. Das ist der Satz, den die Mutter von Dorothee Röhrig immer wieder zu ihr sagt. Der zieht sich durch das Buch genauso wie die Frage, waren wir ein Glück füreinander? Mutter und Tochter. Das fragt sich die Tochter, ob sie für die Mutter ein Glück war. Und überhaupt ist dieses Buch voller Fragezeichen. Ich fand es extrem spannend. Mich hat sofort die Aussage von Elke Heidenreich magisch angezogen, denn sie hat dieses Buch kommentiert mit den Worten: Es ist ein Buch über verpasste Nähe. Und das bringt etwas zum Klingen in mir als Kriegsenkelin. Ich habe ja auch immer das Gefühl, ich habe die Nähe verpasst. Und Dorothee Röhrigs Mutter ist tot. Die Autorin hat 4 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter ihre Lebenskiste aufgeräumt und hat darin ein Foto gefunden, nämlich das, was wir hier auf dem Titel sehen. Und es gefühlt zum ersten Mal gesehen und dort sich gewundert, wie die Mutter sich am Kind festhält. Die Mutter scheint ja in der Tat Halt zu suchen. Diese Mutter, Barbara von Donani, eine Geborene von Donani, ist die Tochter von Hans von Donani. Das war ein Widerstandskämpfer in der Nazizeit, der 1945 im April, wenige Tage vor Kriegsende, hingerichtet wurde. Christine Röhrig entstammt einer Familie, die Geschichte geschrieben hat in Deutschland. Ihre Onkel sind Klaus von Donani, der ehemalige Bürgermeister von Hamburg, und Christoph von Donani, ein sehr bekannter Dirigent. Sie zeichnet aber hier in diesem Buch ganz bewusst die Linie der Frauen oder die Geschichte der Frauen nach. Und mich hat es so begeistert, weil es mich dann selbst auf die Idee gebracht hat, einmal in meiner eigenen Familie zu schauen, wie steht es denn um wie steht es denn um die Frauen? Wo ist die Kraft der Frauen, die immer im Schatten der Männer stehen und die doch so wichtig sind für die Männer. Für mich war die zentrale Figur in diesem Buch gar nicht die Mutter von Dorothee Röhrig, sondern ihre Großmutter Christine von Donani, die die Frau dieses besagten Widerstandskämpfers war. Sie war eine geborene Bonhoeffer und mit ihrem Mann wurden zeitgleich auch ihr Bruder Dietrich Bonhoeffer und zwei Schwäger ihres Mannes hingerichtet. Und das ist ja ein unendlicher, auch grausamer Verlust, dass es bringt eine Schwere ins Leben, die ja bis heute nachwirkt. Wir wissen das als Kriegsenkelinnen. Dorothee Röhrig ist selbst 1952 geboren und damit ein Nachkriegskind. Keine Kriegsenkelin, sondern ein Nachkriegskind. Aber die gesamte Atmosphäre, die sie beschreibt, die kommt mir so unendlich bekannt vor. Dieses große Schweigen, das über allem liegt, die Traurigkeit, die ihre Mutter ausstrahlt, sie spricht dort auch von der grauen Wolke, die über dem Leben liegt. Die zentrale Frage, die sie sich immer wieder in dem Buch stellt, ist: Waren wir ein Glück füreinander? Also waren Mutter und Tochter ein Glück füreinander? Und das kann sie gar nicht abschließend beantworten. Sie hat sich ihrer Mutter wirklich angenähert, denn eine Nähe gab es zu Lebzeiten selten. Also gerade die körperliche Nähe, und das kennen wir Kriegsenkelinnen fast alle,
Die gab es nicht. In dieser Familie war es aber vielleicht noch einmal auch ein bisschen anders gelagert, denn Nähe hieß ja auch, oder gerade auch Körperlichkeit und Zärtlichkeit, heißt sich überwältigen lassen von seinen Gefühlen. Und das macht man einfach nicht in gebildeten Familien. Und die von Donanis und Bonhoeffer sind auf jeden Fall gebildet. Ihnen wurde ja auch nachgesagt, irgendwie arrogant und überheblich und zu sein. Was Dorothee Röhrig in sich selber auch spürt und es eben auch dort sagt, dass es erwachsen erwächst, eine Haltung erwächst auch daraus, wenn man ein bisschen unsicher ist und sich über andere erheben will, indem man über sie urteilt, sich groß macht und damit auch immer andere Menschen klein macht. Sie schreibt auf eine ganz sympathische Art darüber. Überhaupt ist ihr Buch ganz unprätentiös geschrieben, stilistisch gesehen. Es lässt sich ganz leicht lesen. Sie teilt es ein in die 7 Jahresschritte, also sie geht vermeintlich chronologisch vor, aber innerhalb der Kapitel, innerhalb ihrer eigenen Lebensphasen greift sie immer wieder zurück auf Erlebnisse ihrer Eltern und Großeltern, schildert sehr detailliert und mit vielen historischen Zitaten vornehmlich aus Briefen und Reden, ja im Schwerpunkt wirklich aus Briefen, das Leben ihrer Verwandten. Dadurch wird Geschichte sehr, sehr lebendig. Es ist Teil unserer, es ist ein wichtiger Teil unserer deutschen Geschichte. Es ist nämlich die Geschichte derer, die aufgestanden sind in der Nazizeit und sich gegen die ja, gegen das Regime gewandt haben und damit dann auch für ihr Leben bezahlt haben. Die Großmutter von Dorothee Röhrig, ja, ist wie gesagt die zentrale Figur hier für mich. Sie hat ihren Mann mit ihrer Bodenständigkeit und ihrer Verankerung in einer Gegenwart ohne diese Angst um die Zukunft, die ihren Mann natürlich im Gefängnis und später auch im KZ umgetrieben hat. Mit diesen Worten, die sie dort gefunden hat, hat sie ihren Mann unglaublich gestärkt. Und alle Briefe sprechen von einer so großen Liebe, die überhaupt sind die Beziehungen, sowohl die Beziehung zwischen den Eltern der Autorin als auch zwischen den Großeltern, sehr berührend. Und es wird immer in den persönlichen Worten spürbar. Das ist ganz toll eingeflochten in dieses Buch und hat mir unglaublich gut gefallen. Ja, man kann auch den Zeitsprüngen gut folgen. Das ganze Buch ist im Präsens geschrieben oder fast ausschließlich im Präsens geschrieben. Dorothee Röhrig beschreibt also ihr eigenes Leben in den einzelnen Lebensphasen und dann folgen wir ihren Gedankensprüngen. Also wie hat sie gewisse Ereignisse oder wie bringt sie gewisse, Gef ja, oft sind es auch Gefühle in Beziehung zu den Ereignissen in der vorigen Generation und in der Geschichte ihrer Familie. Also sie sieht dort Analogien und springt dann auch, aber springt vom Präsens ins Präsens. Und das macht das ganze Buch unglaublich lebendig. Es ist ein Buch über starke Frauen, es ist ein Buch über deutsche Geschichte und es ist nicht zuletzt ein Buch über das eigene Leben und die eigene Identität und das eigene Anderssein und sich abgrenzen von einer Familie, die so viel Anspruch auch mit sich bringt und gleichzeitig ja Anspruch, Tradition und auch eine große Schwere. Wir erleben dort in dem Buch, wie Dorothee Röhrig sich selbst, aber dann am Ende in dieser Reihe sieht, in dieser Reihe von Frauen, die diese Familie sehr stark geprägt haben. Und ich möchte jetzt zum Schluss einfach nur die letzte Passage aus dem Buch vorlesen,
die mir gut gefallen hat und in der sie das zusammengefasst hat. Ich erlebe mich zum ersten Mal als Glied einer langen Familienkette, verbunden durch meine Mutter, verbunden mit meiner Tochter, verbunden mit Generationen davor und mit Generationen danach, die es ohne meine Mutter nicht gäbe. Ich danke ihr dafür, auch mit meiner Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Damit endet der Epilog und damit endet dieses Buch, das ich nur jedem wärmstens empfehlen kann, der sich für deutsche Geschichte und für starke Frauen in dieser Geschichte interessiert, die immer im Schatten der Männer standen. Von Dorothee Röhrig, Du wirst noch an mich denken, Liebeserklärung an eine schwierige Mutter, erschienen bei DTV und aktuell nur erhältlich als gebundene Ausgabe für 24 Euro. Meine Lebensempfehlung.